you don't believe us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Kanalvorstellung. Wir sind heute auf dem Kanal vom Udix, so wird er ausgesprochen, obwohl es hier oben ein bisschen anders steht, aber okay, er wird so ausgesprochen. Ich habe ihn extra nochmal gefragt, weil mit dem Namen habe ich es eigentlich immer so, aber Udix war schon richtig. Also 362 Abonnenten, 20.681 Aufrufe und seit dem 25.10.2013 auf YouTube mit dabei. Schauen wir gleich mal in seine schicke Beschreibung rein. Call of Duty Black Ops 3, Rainbow Six Siege, Rocket League, Gameplays, Commentaries, Let's Plays und mehr. Du hast es also geschafft, auf meinem Kanal die Infosektion zu finden. Das ist schon mal mehr, als die meisten erreichen. Das stimmt allerdings, viele kriegen das nicht hin, auf diese Seite hinzugehen. Deswegen kommen auch immer die Fragen, wie kann ich dir denn eine Privatnachricht senden? Tja, hier seht das. Hier draufklicken und dann einfach hier draufklicken. So, so einfach ist das. Also, drei Fragen an ihn. Was erwartet dich hier? Nun, hauptsächlich Let's Plays, nur Vlogs wird es hier in absehbarer Zeit nicht geben. Möglicherweise ändert sich das. Meine eigene Art zu kommentieren. Eher gechillt, manchmal auch nicht. Meine eigenen Witze, über die ich selbst lache. Ist halt echt so. Super Einstellung, so soll es ja auch sein. Wenn man auch mal selber über sich schmunzeln kann und lachen kann, ist das doch immer am schönsten. Was bedeutet dieses Maus-Fan-Tix, was du oft sagst? Udix. Gut, davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber wahrscheinlich wird er das oft gefragt und seine Antwort darauf war oder ist: Suppi, mein Pseudonym weißt du also schon, ja? MFZ oder auch Maus-Fan-Tix ist die Gaming-Community, dessen Inhaber und Admin ich war. War, also gibt es sie heute leider nicht mehr. Früher ein Clan, heute eine Erinnerung. Gut, da haben wir es nochmal als Bestätigung. Das war mal eine Gaming-Community, die so hieß und er war davon der Inhaber und der Admin. Wieso und weshalb es diesen Clan oder diese Community heute nicht mehr gibt, kannst du ja selber mal in die Kommentare schreiben, Udix, weil, keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Okay, was spielst du? Schaut euch in den Playlisten um. Da ich berufstätig bin, lade ich spätestens jeden dritten Tag etwas hoch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen und Kommentieren. Dich grüßt Udix. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Hat gleich mal geschrieben, worum es hier geht auf seinem Kanal. Ja, ich finde das auch schön, dass er das so ähnlich wie bei einem Interview aufgeschrieben hat. Also die Frage, ja, was erwartet dich hier? Und dann gleich seine Antwort darunter. Kann man auch mal so gestalten, die Kanalinfo. Wie gesagt, die Kanalinfo, die kann ja jeder gestalten, wie er es möchte. Ja, aber ich finde das auch mal nicht schlecht, wenn man das so mal gestaltet. Dann hat er unter anderem noch eine Facebook-Seite, ja, eine Twitter-Seite, Impressive Gaming. Ich glaube, eine Internetseite, da kann man sich, oh, was kann man sich da noch holen? Ich glaube, Spiele auch. Ich weiß nicht, ist das sowas ähnliches wie MMOGA oder so? Weiß ich gar nicht, ich war selten auf dieser Seite. Dann, hier ist der Upload-Plan, ja, falls ihr wissen wollt, welches Let's Play an welchem Tag kommt und eine Google-Plus-Seite hat eh jeder. Ja, ich finde auch den Kanalbanner diesmal richtig schön gestaltet. Ja, es ist hinten eine Mauer mit so Spray oder Graffiti, nicht Spray, sondern ja, es wurde drauf gesprayt, ja, es sieht jetzt wie Graffiti aus oder es ist Graffiti, hier rechts eine Maus, Spielmaus, links ein Controller und hier in der Mitte kann man vielleicht leicht erkennen, steht Udix. Udix halt mit zwei Ausrufezeichen und drei X'en insgesamt, ja, zwei davon sind groß, ein X ist klein, aber es wird Udix ausgesprochen. So, dann schauen wir mal zu seinen Videos. Und da fallen natürlich sofort wieder die schön gestalteten Thumbnails, was man auch selten sieht. Also ich habe so eine Art von Thumbnail-Gestaltung sehr selten gesehen. Ja, das ist so ein Schafskopf oder so ein Rehbockkopf soll das sein. Und da drin ist halt dann immer der entsprechende Wallpaper von dem jeweiligen Spiel, was dann erscheint. Hier zum Beispiel Call of Duty, das sind so wieder Spiele, das sind nicht so mein Genre, das ist nicht mein Genre, ich spiele sowas nicht so gerne, ich spiele eher andere Spiele, aber okay, er hat wie gesagt, COD Black Ops 3, da hat er hier unter anderem Sneaky Sneaky Let's Play, heißt das so, das Spiel Sneaky Sneaky, ich kenne das wie gesagt nicht, hier hat er ein Horrorspiel, Outlast, hier hat er Far Cry Primal, das ist ja der neueste Teil, der jetzt rausgekommen ist von Far Cry, habe ich so nebenbei mitgekriegt. Genau, und diese Sachen und Verlosung auch. Hier sehe ich das gerade. Verlosung von einem Steam Key. Ein kleines Dankeschön hier oben. Ebenfalls nochmal. Achso, das war dann die Auflösung von diesem Special Key. Also ein Gewinnspiel hatte er auch schon dabei. Und ansonsten bringt er halt diese drei Projekte, wie gesagt, in Wechsel. Ja, Sneaky Sneaky, wenn das so heißt. Far Cry Primal und
COD Black Ops 3. Ich denke mal, da wird was für euch mit dabei sein. Schon alleine wegen der Thumbnail-Gestaltung müsste man auf die Videos schauen. Sehr individuell, oder was heißt individuell? Sowas hat man halt auch nicht häufig auf YouTube, dass man Thumbnails sieht, die so gestaltet sind. Also ich persönlich habe sowas noch nie gesehen. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich solche Thumbnail-Gestaltungen sehe. Ist aber auch mal ganz schön zur Abwechslung, ne? Im Gegensatz zu den Standard-Thumbnails, die man halt heute hat. Aber die können ja auch sehr nett gestaltet sein. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut beim Odix vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, und auch ebenfalls, wie ihr euch bewerben könnt. Die Kanalanforderungen, die habe ich vor einer gewissen Zeit mal geändert. Die stehen jetzt immer unten drinne, weil ich habe echt keine Lust, die wieder und wieder und wieder und immer wieder zu wiederholen, weil es hält sich sowieso keiner dran. Es bewerben sich trotzdem immer noch Leute, die unter 100 Abonnenten haben, die nicht 15 Videos haben. Leute, versucht es erst gar nicht. Ich nehme euch nur an, wenn ihr diese Anforderung erfüllt. Ich mache bei niemandem eine Ausnahme, so blöd das dann auch für den jeweiligen ist, aber man muss sich halt auch mal für seinen YouTube-Kanal ein bisschen Mühe geben, finde ich. Und nicht gleich bei 10 Abonnenten oder bei 10 Videos und noch nicht 100 Abonnenten anschreiben, oh, kannst du mich mal bitte vorstellen, ich weiß, ich erfülle nicht die Anforderungen, aber trotzdem wäre es nice. Nein, mache ich nicht, braucht da gar nicht versuchen. So, das dazu, dir wünsche ich weiterhin viel Spaß und viel Glück, Odix, mit deinem YouTube-Kanal und euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag, lasst eine Bewertung bei uns beiden da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat, ja, bei ihm und bei mir und dann, ja, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao! Ja, moin, moin, meine Diggers und Diggerinas. Ich hoffe, ihr lümmelt alle ganz gepflegt in eurem Sessel oder Stuhl oder Sofa oder Bett, egal, wo ihr gerade sitzt. Und hört erstmal diesen klassischen, sauberen Beat, ja. Und Lifestyle, dies, das, jenes und hab mir sämtliche Dokumentationen eingezogen. Die beschäftigen mich schon seit ich 9 bin mit Hip-Hop. Und da habe ich ja angefangen, das zu hören. Und vorwiegend amerikanischen Hip-Hop übrigens. So, und GTA San Andreas, einfach die Story war super geil, die Sprecher haben einen super klasse Job abgeliefert, das war für mich das Grand Theft Auto, wirklich. Also GTA Vice City fand ich nicht so toll und ja, ich hoffe, euch hat die Quatschrunde wieder gefallen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ich mal als nächstes ansprechen soll. Ach genau, ich weiß nicht, was ich ansprechen wollte. Ich mache demnächst mal ein Video, in dem ich Spielcharaktere nachmache. Was euch da genau erwartet, werdet ihr sehen. Haut da rein!